Herrje, ist das eine Hitze. Oh, die letzten 2, 3 Tage habe ich, glaube ich, gar nicht aufgenommen. Oder vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil es konstant gestern über, also die letzten Tage konstant über 30 Grad, gestern 35 Grad. Heute Nacht hat es geregnet, da dachte ich mir heute Morgen schnell Wäsche waschen und schnell raus auf den Balkon. Es sind ja gerade mal 27 Grad draußen, diese 27 Grad und die Beleuchtung haben mir fast das Augenlicht ausgebrannt. Also sitze ich in einer verdunkelten Wohnung mit Beleuchtung von der Lampe hinter mir. Betonung auf hinter mir. Oh Gott, 2. Kaffee heute. Wir trauern noch immer unseren verlorenen Set-Gegenständen nach. Also ich. Ich habe auch überlegt, ob ich das Ganze mal hier probiere, mit dem Controller zu spielen. Geht ja auch, theoretisch. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Also wenn ich nicht klick, klick, klick machen kann, dann fehlt mir was. Ich weiß, das ist nicht gerade in eurem Interesse, aber hey. So, für mich ist es immer noch zu laut auf den Ohren, aber das werden wir ja sehen. Die Tonabmischung sollte für euch jetzt etwas besser sein. Wo waren wir überhaupt? Wir hatten... Stadt verlassen wollten wir, genau. Radament. Und dann wollte ich nochmal gucken, ob ich Runen farmen gehe, aber ich glaube, da kam auch nichts mehr raus. Apropos. Was zu trinken dabei? Naja, halbwegs. Habe ich eigentlich irgendwas Neues? Den Morgenstern müsste ich immer. Brauchen wir den eigentlich noch? Mehr Schaden ist gut, aber wenn man eh nie verwenden. Komm, was soll's. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Weg damit. Man lebt nur einmal so. Okay, Geschicklichkeit 45. Die haben wir inzwischen auch. Sehr schön. Gesockelt, auch nicht schlecht. Wir suchen immer noch einen gesockelten Helm und wir brauchen die Ortruhne. Sehr schön. Grundwert eine 4, also müssen wir noch 4 Punkte da reinhauen und dann können wir mal gucken. Haben wir überhaupt welche übrig? Nee. Hatte ich nicht ein Skill übrig, genau. Ich bin gelevelt, glaube ich, seit der letzten Aufnahme. Ergo, Knochenspeer, Giftexplosion oder wir können natürlich das mit der eisernen Jungfrau probieren. Aber wir haben noch nicht so viele Skelette, dass sich das lohnen würde. Ich würde tatsächlich gerne ein paar mehr Skelette haben. Leben 55, immer noch 3? Was? Dafür, dass sie 10 Punkte mehr Leben haben? Ein bisschen mehr Angriff und Verteidigung, naja, aber ein Punkt Mana mehr pro Skelett ist mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Da kann ich auch hier investieren. Okay, sind 8 Punkte mehr. Ist jetzt auch nie die Welt, aber. Okay, das lohnt sich mehr. Danke. Nehmen wir Blutkohle im 2. Punkt. Und jetzt raus aus diesem Rattennest hier. Bloß nicht anquatschen lassen von den Leuten. Bloß nicht anquatschen lassen. Wie? Kein Spruch? Und da geht's schon los. Und der Typ landet erst und dann können wir angreifen. Auf 3, okay. Ach, die Wüste. Hier irgendwann hatte ich das erste Mal die Knochenspeer. Das nervt euch jetzt schon, oder? Mit dem Knochenspeer, gibt's zu. Du sollst ihn ja auch angreifen und apropos. Besser. Quatsch, bin ich voll mit unmöglich. Das will ich gar nicht hören. So, oh, oh, Sondre geht keiner mit. Meine, drauf. Von hier aus bitte, dann kann man gleich mehrere. So muss das. Und deswegen liebe ich den Knochensperr. Zack, zack, tot. Nehmen wir hier eigentlich irgendwelche Schaden, ne? Lang lebe der Golem. Kann er nur ein bisschen Mana absaugen, sag mal? Was ist denn hier unmöglich? Achso, weil wir. Wo kommt denn diese komische Waffe auf einmal her? Oh, kein Wunder. So, damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Nehmen wir noch ein paar Heiltränke mit. Wir gehen erstmal wieder ein bisschen im Kreis. Die Wüste erkunden macht Spaß. Passt zu den Temperaturen. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es hoffentlich Herbst. Ganz im Ernst. Ich hab nichts gegen Sommer, aber über 30 Grad sind einfach mal... wie soll ich denn hier bei den Temperaturen Urlaub mit meinem Sohn machen? Also Urlaub heißt zu Hause und... Na gut, die Region hat genug zu bieten und schwimmen kann man geben und sowas. Yay. Da freut sich der Nichtschwimmer an mir. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich schon in die falsche Region laufe. Doch, hier muss man vor dort einen Hügel. Na, gehen wir erstmal hier hin. Gibt's hier schon...
Oh. Nee, wir erkunden erstmal das Gebiet. Wir müssen aufpassen, müssen in die falschen Gebiete gehen, sonst wird es nämlich auch immer finster. Seht ihr dann, wenn es weit ist. Dankeschön. Oh, wir kriegen schon richtige Heiltränke, das gefällt mir. Oh Mann, hat der noch ein Bild. Der ja auch. Aber zum Gott sei Dank ist der nicht unbedingt gegen Magie immun. Ach, wenn man schon mal springen kann, wie ich betonen möchte. Ja, es wird Zeit, mal wieder ein bisschen auf Explosion zu gehen. Kollege, wenn du da freiwillig stehen bleibst, bist du selber schuld. Da kann keiner was für. Wir sammeln die ganze Zeit hier Tränke ein. Was ist denn jetzt los? Nicht, dass ich mich beschwere. Mana-Tränke sammle ich nun wirklich gerne ein. Eldrune. Wie schön. Es gibt Runen. Runen für alle. Runen. Brauche ich zwar nicht, aber... Weil wir die schon haben. Ja, das haben wir schon. Im Vorratslager. Ich klopp den auf die... Oh, du hässliches Vieh. Ja, ich habe vor, die ganze Wüste hier abzulaufen. Was ist denn das hier? Hier wird kein Knallelixier geworfen, das darf nur ich. Und ich mach's auch nicht. Oh, warte mal, das können wir gebrauchen. Ne, nicht den Heiltrank, sondern das da. Aus der Elixiere fressen wir mal lieber am Fließband. Und dann wird Knochensperr geworfen. Auf der Elixier nehmen wir mit. Ja, ich sammle nicht mehr so viele Items ein, aus einem ganz einfachen Grund, dann rennen wir uns tot. Ich sammle jetzt nur noch ein, was sich lohnt. Stoßzahnhelm, sag mal. Ja, ich dachte, war. Zick, weg damit. Sieht ganz witzig aus, aber nee, danke. Nehmen wir mit. Gold, Gold und gleich kommt irgendein Monster. Nein. Oh ja, das ist gut. Ja, mit den Erfahrungspunkten. Und ganz viele Monster. Jetzt durfte er kommen. Guck mal, ich kann die mal Mauern werfen. Da helfen euch eure komischen. Das ist hier kein Mass Effect. Jetzt war der Punkt, wo ich die Monster mal in Gang alle mache. Tut mir leid, meine kleinen Biesterchen. Bogenschwert. Halt. Ein Kadaver, den müssen wir schnell durchsuchen. Aus offensichtlichen Gründen. So, sagen wir ja, haben wir denn was Schönes. Wo ist sie überhaupt hier? Braucht kein Mensch, wird später verkauft. Das heben wir auf. Wieso habe ich lauter Heiltränke, die ich nicht brauche? Ich bin zu gut für diese... Okay, hör mal auf mit dem Quatsch. Wack. Das Schöne ist, wenn man da drüber läuft... Zack, ist der Skorpion Matsch. Hey! Wieso ist der Skorpion nicht Matsch? War das nicht so? Na gut, dann eben nicht. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Einfach mal wild durch die Gegend schießen. Irgendwen werde ich schon treffen. Ganz sicher. Ach, schade eigentlich, dass ich keine Kokosnüsse zum Craften... Okay. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe Crafting bei Diablo. Hat den einer verstanden, Witz? Nein, gut. Schade. Ganz ehrlich, ich werde bestimmt, wenn mein Rechner das noch halbwegs packt, Diablo... Obwohl, der Rechner schafft es nicht mehr. Irgendwann also auch Diablo 3 und dann irgendwann auch mal Diablo 4 spielen. Nur, ich will das ganz offen sagen. 12 Millionen Crafting, weiß ich, scheiße. Also das hätte es nie gebraucht, ganz ehrlich. Für mich nicht, sagen wir es mal so. Es ist halt dann doch irgendwo lästig. Kriege. Ach, da kommt der Link in mir hervor. Sag mal, kriegt ihr das Vieh jetzt mal klein oder was? Muss man hier alles selber machen. Peinlich bei euch. Das ist ja schlimmer als bei Star Wars hier. Zack. Ja, macht sie kaputt zu Eis, ist mir egal. Hauptsache tot. Und hör auf, die Karte ständig auszublenden. Ich sollte die Finger von der Taste lassen. Es ist halt, man ist so WASD-mäßig gewöhnt, ne? Mehr war das denn noch?
Nein, da gehe ich nicht hin. Ich weiß, wo sie ist, das reicht mir dann. Wahrscheinlich gibt es einen Wegpunkt, aber... Ja. Am besten ist ja als Barbar oder so einfach die Gegner gleich kaputt klopfen, wenn sie vor allem auftauchen. Muss man jetzt mal sagen, wie es ist. Oh, noch eine Eldrune. Na, wir wollen doch keinen Millimeter unerkundet lassen. Gut, hab ich's rein sonst. Und nein, ich spule das hier nicht vor. Da müsst ihr jetzt durch. Komm zu mir, meine kleinen Monster. Alle in einer Haufen. Am besten in einer Reihe. Zack, genau so wünsche ich mir das. Seht ihr, Kinder, so muss ich sagen. Vielleicht immer noch mehr. Irgendwelche geheimen Aufgänge? Nein. Ja, und weiter durch die Wüste. Schön in die Mitte rein. Hier gibt es noch genug, was wir noch nicht gesehen haben. Hier waren wir schon. Hier ist keiner mehr. Gut. Oberreich abgefrühstückt. Da oben geht es zur Fernoase. Geht klar. Merken wir uns nicht. Definitiv nicht. So. Wer ist hier noch? Gold. Ja, schon wieder 2300 Gold. Damit kann ich leben. Ein Kadaver. Ha. Schlechter Jagdbogen, rissiger Dreizack. Als ob die es mir direkt in die Nase rein wollen, dass sie nichts Gutes haben. Na, ja, wird's halt noch. Wenn der Blutgolem nehmer da ist, geht mir auf immer die Lebensenergie aus, wa? Wenn ich stattdessen den Eisengolem nehme. Ich muss nochmal durchlesen. Bevor ich das mache, muss ich durchlesen, wie das war mit dem Wiederbeleben. Also die Sache ist die. Der Eisengolem wird aus einem Stahlgegenstand gewonnen. Zum Beispiel einer verzauberten Schwert mit lauter Runen drauf, die die Fähigkeit haben, unzerstörbar oder so. Die hätte der Blutgolem theoretisch auch, ich glaube, aber unzerstörbar nicht, weil er hat ja keine Haltbarkeit an sich. Aber wenn die Waffe zum Beispiel höhere Chance magischen Gegenstand hat, dann gilt das auch für den Golem, soweit ich das verstanden habe. Und das lohnt sich dann durchaus mal. Hier und da auszutesten. So, und jetzt können wir die Hallen der Toten. Ach, das war's für diese Folge. Entschuldigung. Bisschen Spaß. Und dann können wir da noch. Na, wer zaubert hier schon mal? Niemand von. Jetzt macht's doch mal ein bisschen hin hier. Wir haben noch mehr vor. Ach, da ist der große Böse. Mal geht's mal. Bisschen Spaß, mal schauen. Da, 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 die, da, 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 da. Erhöhter Schaden, ne? Erhöhte Schwierigkeitsgrad, manchmal. Und wieso fällt hier mein Golem bitte aus, ne, an der Stelle? Peinlich. Also, bitte. Was auch immer der hat, nehmen wir mit. Und jetzt geht's los mit dem Fall. Ich ahnte doch, dass da was war. Dass ich vergessen habe. Ja, damit. Wer heult hier schon rum? Lasst mich mal in Ruhe. Gut, dass wir schon sehr. Mit diesem Horatrienwürfel kann ich schon bald lustige Sachen erstellen. Sag mal, was wollt denn ihr hier von mir? Lasst mir Ruhe mit eurem Bim-Bim-Bim-Bim. Ja, ich weiß, da ist eine Falle. Gut, wir haben es verstanden. Jesus Christ, sind empfindlich. Decky, ich hab zu tun. Komm mal her. Diese eine Gegenstand. Ist es mir wert, dass du ihn kurz... Oh, wow. Nee, dir schenke ich kein Geld, danke.
Ich glaube, ich muss mein Runenlager mal kurz aussortieren hier gleich. Brauche einen größeren Gürtel, definitiv. So, das füllen wir eh gleich wieder auf. Weg, 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 weg. Weg. Das kommt ins Lager, danke. Wenn ich da noch Platz hätte, jetzt reicht's. Guck mal kurz her. Dann muss es jetzt in geteilt. Hoffentlich lohnt sich das. Sortieren dann einfach mal. Bitte geh nicht kaputt. Bitte, bitte, bitte. So. Rein mit der Kohlen. Danke. Und wieder zurück. So, genug Fallen, danke. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, lass in Ruhe. Ja, ja. Wer versteckt sich denn hier schon im hintersten Winkel? Werden wir erstmal Chaos loslassen. Gut, dann gehen wir das hier an, wenn hier ein Monster gibt. Danke. Wir erkunden trotzdem jeden Millimeter. Was? Hier war schon der Eingangsausgang? Achso. Wollte gerade sagen. Das wäre jetzt auch etwas merkwürdig geworden. Geschlossene Türen. Guck mal, ich kann sogar durch Wände feuern. Oh, ja. Speerkatzen, ach, sind die nicht süß. Für alle mit merkwürdigen Fetischen, bitteschön. Fanservice made by Xen. Rieche ich da etwa schon deine Schuhe, ne? Ja, klar. Stirb, 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 stirb. Was die mal brauchen? Wenn die Skelettkrieger die Uhren kaputt machen würden oder so. Gibt es Mods, womit man die drauf programmieren kann? Oder Skelettkrieger haben ein eigenes Inventar oder sowas. Und wenn sie sterben, dann lassen sie halt alles liegen auf einmal. Das wäre doch lustig, oder? Erster Raum, vollkommen überflüssig leer. Hier gab es nichts von Wert. Aber nochmal. Man sieht, wie niedrig der Lichtradius ist. Guckt euch mal die Wand an. Und was machen die da mit der Ziege? Wollen wir das genau wissen? Hier ist es ein Käfer. Sehr verdächtig. Habt ihr die Wände hier random neu generiert, oder? Warum ist das jetzt eine Ziege? Ich will es gar nicht wissen. Nein, ich will es nicht wissen, was die Kollegen von Blizzard sich da haben einfallen lassen. Man muss nicht immer alles wissen. Mein Handy will schon wieder was von mir. Da müsst ihr jetzt mal 5 Sekunden durch. La 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 la. Vielleicht auch 10 Sekunden. Überhaupt keine Zeit. Lost mich in Ruhe. Danke, danke, danke. Die Infos waren unglaublich wichtig. Nein, geh weg. Aha, aha, aha. Hochinteressant. Und deshalb, meine Damen und Herren, mit freundlichen Grüßen, bla 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 bla. Der Restpostenverkauf, was? Worum geht's? Noch ein? Wieso? Ja, dann müssen wir halt mal kurz reingucken. Das ist spannend, oder? So zu warten, was passiert. Wird sich was von alleine tun? Ja oder nein? Wahnsinnig spannend. Muss man schon mal so sagen, wie es ist. Das ist auch was Besonderes an der Stelle. Wenn man vorher nicht weiß, was hinterher passiert. Oder? Nee? Gut, dann halt nicht. Ich kann es halt auch nicht immer allen recht machen. So. Mhm. 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 Egal. So. Jetzt kann sich das Handy verselbstständigen. Weiter geht's. Wir wollten da lang. Da unten gibt es eine Tür. Dann gehen wir erstmal die Tür. Wahrscheinlich geht es da eine. Es sieht schon cool aus. Also damals sah es noch so alles baufällig, brüchig und so aus. Und was habe ich mich über die Grafik damals gefreut? Na, meine kleinen Monster. Hier Monster, Monster. Kommt alle zu mir. Genau.
schon mal Ruhe. Ihr müsst jetzt den Sarkophago alle machen, ne? Wenn ihr wollt, dass da nicht mehr rauskommt. Cool, du machst das schon gut, wa? Mann, da wir hoffen von diesen Schriftrollen. Nein, brauche ich nicht. Ich hab genug davon. La 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 la. Ich will nichts anderes hören. Ich habe zu viel Mana. Halt, halt dran, nehmen wir mit. Wenigstens einmal möchte ich hören, ich habe zu viel Mana. Wohin mit? Unmöglich. Ich kann nicht noch mehr Mana rumschleppen. Danke. Ich habe was. Oh, eine L-Rune. Ich mach was anderes. Was macht die Schönes? Wieso kriegen wir so viele Runen hier in der Wüste? 1 zu Lichtradius, wie schön. Nehmen wir. Es gibt ja auch eine, die plus 5 zu Lichtradius macht einen Runenwort. Das fand ich dann doch etwas viel. So, und jetzt mal lieben Freunde, alle auf dem Haufen, genau. Wieso verfluche ich die? Das wirkt ja wirklich. Oh, es gibt zu viel davon, ja, wetten. Oh, bin ich froh, wenn ich die Horatrien auflaufe. Dann kann ich mir wieder Mana-Tränke craften. Regenerationstränke und den ganzen Scheiß. Ich ahne schon, es ging hier lang. Wir werden trotzdem da oben die Ecke absuchen. Macht euch keine Hoffnung. Fühl schon wieder. Hilfefahrer, mach den nochmal mit. Ja, da ist eine Falle, ich sehe es auch. So, hier geht's in den Hallen der Toten, Ebene 2, wie schön. Hier sind die Fallen, wiedersehen. Die war aber nur für da oben, gell. Könnten die Damen und Herren Skelette mal bitte damit aufhören, ständig auf irgendwas draufzutreten? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Bräuchten wir ohne, aber egal. Was gibt's hier? Will ich nicht, aber ich hab zu tun. Ja, mei, ist hier was los. Na, wer versteckt sich denn da hinter der ersten Ecke? Ja, mehr. Das glaubst aber auch nur, ja. Hat's den gerade in zwei Hälften gerissen? Ekelhaft. Die haben einfach keine Ausdauer mehr, die Monster von heute. Früher musst du noch 3 Stunden mit denen um die Wette hauen hier. Da hab ich 140 Mal eingeklopft, bis der tot war. Die Spiele werden viel zu casual-lastig heutzutage, wenn ihr mich fragt. Kein Gang, nein, Gott. Dann geht's. Ein Amulett, wie schön. Ist ja nicht so, als ob es uns an Schutzrollen mangeln würde. Hm. Kommt, wird verkauft. Braucht kein Mensch den Rotz. Sorry, aber lohnt sich buchstäblich nicht. So, bevor wir den ganzen Weg nach hinten wieder laufen. Noch kurz Mana. Alektomana Mana. Schön. Und nochmal hoch und den ganzen Weg zurück. Da könnte ein klitzekleiner Raum gewesen sein. Ach, nicht mal lang. Und wir haben den Horatrienwürfel. Das macht das Leben so viel einfacher, sag ich euch. Halt. Meine Urne. Erstmal. Oh, ist das dunkel hier. Meine Fresse. Ja, noch einer von der Seite. Alle zu mir und dann in eine Reihe aufstellen. Danke. Damit ich brauche Platz. Nehme ich an. Irgendwann. Nefrune. Hey. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme es mit. Wer kommt da raus? Kann. Da war ein Juwel, das nehmen wir immer mit. Geht mal schon noch was zurückgehen, ne? Heiltränke verkaufen oder aufheben. Verkaufen lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr, wirklich. Für die paar Groschen. Aber die haben den Vorteil. Ich habe ja nur Platz hier. Was bringst du? Verteidigung gegen Geschoss. Gibt es auch irgendeins, das plus 50 oder sowas zu verteilen Geschoss oder halbierter Geschossschaden oder sowas? Ist schon ganz praktisch hier draußen in der Wüste, aber ansonsten. Naja. Und zählt auch, glaube ich, nur für Pfeile und sowas oder Knallelixier, keine Ahnung. Naja, halt. Da waren noch Runen, die nicht kaputt sind. Und wir alle wissen seit Ocarina of Time, das geht nicht! Tontöpfe müssen kaputt gemacht werden! Rasen muss gemäht werden. Jetzt weiß ich, woher da draußen.
Die da draußen sind alles. Ocarina of Time Fans, jetzt habe ich es gehört.